Yo, herzlich willkommen zu Abbas WoW Daily. Heute Apexis Zeit. Wir reiten gerade in die Grube hinein, in Gorgond im Questgebiet im Norden, direkt unterhalb der Iron Docks oder eher überhalb, denn die Iron Docks liegen zwar nördlich gesehen über uns, aber von der Höhe her doch unter uns am Meer. Aber wir gehen auch gleich hinunter in die besagte Grube hinein, suchen uns jetzt erstmal hier einen Weg nach unten, ohne möglichst am Fallschaden zu sterben. Da hinten haben wir den Eingang zur Blackrock Foundry, der Schwarzfelsgießerei. Heute ist Freitag. Ich vermute mal, dass es da oben gerade wieder ziemlich voll sein wird, weil die meisten gleich. Wie spät ist es gerade? Es ist gerade 19:30 Uhr, dass die meisten gerade mit ihrem Raid beginnen und sich sammeln zum Porten und so weiter. Aber wir nicht. Wir gehen. Obwohl, meine Guildies müssten eigentlich. Ich stehe noch in der Garnison. Zwei sind schon in Gorgon und zwar ich und coole Sau. Alles klar. Der Rest kommt bestimmt dann auch gleich. Wir haben hier in der Grube die Aufgabe, wieder mal unseren Fortschrittsbalken zu führen. Füllen, nicht führen, füllen. Den Balken führen wir auch, aber woanders hin. Wir haben dafür mehrere Möglichkeiten. Ihr seht gerade diese Kisten, die ich einsammle, die großen, geben uns hier unten Munition, Ammunition. Steckt bis 100. Oder besser gesagt, der Vorrat geht bis 100 und wir können mit verschieden viel Munitionsaufwand Waffen und Rüstungssachen hier benutzen. Ihr seht vielleicht die leuchtenden, hier die Kanonen zum Beispiel und unten den Eisenstern in der Grube, der da unten vor der, am Ende des Weges liegt. Das sind Sachen, die wir jetzt mit Munition benutzen können. Sobald wir genug Munition haben, beginnen sie sacht zu leuchten. Ich zeige euch das mal kurz mit dem Eisenstern. Das ist eine gute Möglichkeit, um viele Kills auf einmal zu kriegen. Das ist ein Gruppendaily-Gebiet für 1000. Das heißt, normalerweise geht man hier mit einer Gruppe hin. Ist einfach sicherer, weil die Mobs hier ziemlich gut reinhauen. Wir sehen, stehen ziemlich große Packs aus Mobs mit 1 Million HP, 100er Elite. Steigen in den Eisenstern, zielen ein bisschen. Man sieht das jetzt nicht ganz so gut wegen diesem blöden Action-Button, der ist. Champions Honor. Richten den Eisenstern aus und jagen ihn erstmal in die Grube hinein und erwischen schon mal ziemlich viele. Das waren jetzt schon 12%, die sich gut gelohnt haben. Falls ihr euch fragt, was das für ein Feuerkristall ist, der über mir schwebt, das ist eine von den Verstärkungen, die wir hier finden können. Gegner haben, wenn sie uns schlagen, die Chance, einen Angriff bei uns auszulösen. Also wir müssen geschlagen werden und dann löst das aus. Ich zeige euch das mal kurz an diesem Laborer hier. Wenn er mich jetzt haut, müsste es gleich triggern. Genau, diese Explosion. Ihr habt gesehen, die macht ziemlich viel Schaden. Und die macht Schaden an allem, was um uns herum steht. Das heißt, wenn ich jetzt die da vorne angreife und das triggert, dann trifft das alle. Das wollte ich jetzt nicht. Das könnte jetzt ein bisschen nach hinten losgehen. Ja, die machen ziemlich gut Aua, die Dinger. Da muss ich mir jetzt einmal eben Hand auflegen drücken. Leider. Da muss ich jetzt rausgehen, sonst war es das mit mir. So, das war die Gruppe. Jetzt muss ich noch diesen dicken Brutalo hier umhauen. Ja, wenn man kein Tank ist, ist das hier schon etwas happig. Die Mobs hauen wirklich ziemlich gut zu. Es ist halt ein Gruppengebiet, ganz klar. Die Kills geben uns natürlich Punkte oder füllen unseren Fortschrittsbalken, aber wir haben noch andere Möglichkeiten, diese Mobs nicht nur normal umzuhauen, sondern wie eben auch mit dem Eisenstern, sie schnell und gezielter auszuschalten, indem wir hier einfach wieder ein bisschen Munition sammeln, einerseits mit diesen Fässern oder auch mit den Minen oder Granatenbergen. Diese Bücher, die hier rumliegen, kann man einfach verbrennen und dann kriegt man auch dafür Fortschritt. Diese Kanone, die hier liegt, kann man auch aufsammeln, hat einen ähnlichen Effekt wie dieser Feuerkristall, allerdings triggert er auf unsere Angriffe und schleudert so ein Geschoss nach vorne, das den Gegnern Schaden zufügt. Triggert ein bisschen öfter, macht dafür ein bisschen weniger Schaden. Guck mal, ob ich das vielleicht irgendwo gut demonstrieren kann, wo nur zwei stehen. Ja, da hinten sieht's gut aus. Ich habe nämlich keine Cooldowns frei hab. So, hier. Diese Explosion, die man jetzt. Nee, nicht die. Die zum Beispiel. Das macht dann alles Schaden. Das kommt von der Kanone. Mit den Kombinationen kann man da schon echt gut Schaden mit rausholen. Mal kurz weg, dann kommt nämlich gerade der. So. Mal kurz eine Flasche Flight Proc holen, denn die Mobs machen echt gut Schaden. Das ist wirklich nicht schön. Da muss man schon etwas aufpassen.
Gerade wenn man alleine ist als DD. Auch wenn ich ein Plattenträger bin, aber ich habe das damals mal getestet. Jetzt habe ich gerade meine Leisten verschoben, so. Ich habe das damals mal getestet, als ich den Blutsegel-Admiral farmen wollte, wollte ich gucken, mit welchem Char ich das am besten mache. Und die Wachen im Beutebucht haben ziemlich viel Schaden verursacht. Die Goblins waren extrem unfein, gerade für einen DD. Obwohl es Endcontent-Zeit war. Also ich habe das gemacht zu SOO-Zeiten, als man schon einigermaßen gutes Gear hatte. Um es halt möglichst leicht zu haben. Und ich habe dann mal geschaut, einfach aus Interesse halber, welcher von meinen Chars am besten dafür geeignet wäre. Und dachte mir, hey, normalerweise müsste es doch der Paladin sein. Der hat am meisten Rüstung, weil er Platte trägt. Aber tatsächlich gesehen hatte sogar meine Eule mehr Rüstung als mein Paladin, obwohl sie nur Leder trägt. Aus dem einfachen Grund, weil diese Moonkin-Gestalt ja die Rüstung verstärkt. Ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe so eine Landmine aufgehoben, die in die Grube geworfen, und die ruft jetzt so eine Luftangriffssalve herbei. Die kann man, wenn man sie passend positioniert, ziemlich gut nutzen, um sehr viele Gegner umzuhauen. Ich glaube, hier oben müsste noch eine liegen. Da. Am Ende des Bergs. Ja, da liegt sie. So. Die werfen wir jetzt mal da unten hin. Die Mobs stehen ein bisschen weit weg. Werfen wir vielleicht dann lieber woanders hin. Machen wir mal da. Gucken wir mal. Wir haben jetzt 48%. So. 61. Das waren 13% mit einer Landmine. War schon mal nicht schlecht. Je nachdem, wo die Mobs so stehen, wo man die hinwirft, diese Landmine, kann man da wirklich sehr viel Fortschritt rausholen. Das ist ein Rare-Mob, den schaffe ich dann leider nicht. Das habe ich schon mehrmals versucht, aber nee, ist nicht drin für mich. Da stelle ich mich einfach zu blöd an. Die Landmine ist schon wieder respawned, die nehmen wir sofort mal wieder mit. Brauchen fast unsere ganze Munition dafür auf, müssen gleich wieder sammeln gehen. Aber wir sind ja auch bald schon fertig, wenn man schon sieht, wir haben jetzt 61% und fehlt nicht mehr viel. Werfen wir die mal da hinten hin. Na, ah, die treffen leider jetzt immer die gleiche Stelle. Wo es nichts mehr bringt, weil die Mobs natürlich schon tot sind. Da unten liegt noch eine Landmine, aber wir haben keine Munition mehr. Sie leuchtet nicht mehr. Dieses Minecart hier auch nicht. Das heißt, wir müssen erst wieder neu sammeln gehen. Schauen wir mal hier hinten. Hier liegen meistens viele Munitionssachen rum. Ein Buch, das verbrennen wir mal eben. Das sammeln wir auf. Das sammeln wir auf. Da ist noch eine ganze Menge. Greifen wir mal sofort an. Während die ihren Wirbel ausführen, können wir sie leider nicht treffen. So, ging aber ganz gut. Lichtblitz, weil es ein Crit sein wird. Und sammeln hier die Munition ein. Diese Kiste, die hat eben einer von den Peons getragen. Und da will gar jemand was von mir. Habe ich auch Bock oder eher nicht? So, hat sie. Da wollten sie mich fragen, ob ich mit in Raid möchte, aber möchte ich leider nicht. So, wir brauchen noch 74% haben wir, das heißt, so, wir brauchen noch 26. Gucken, ob die Landminen wieder da sind. Die sind irgendwie am effizientesten, finde ich. Ich mag die sehr gerne benutzen, die Landminen. Liegt noch ein Buch. Verbrennen. Die Munition mitnehmen. Je mehr wir haben, desto besser. Kommen wir nicht in die Verlegenheit, dass wir neue sammeln müssen. Eisenstein da unten, das zeige ich euch mal gleich kurz. Das ist so ein bisschen doof mit dem Ding. Den kann man zwar benutzen, aber ich weiß nicht, ob der irgendwie an der doofen Kante steht oder so, ob das doof programmiert wurde von Blizzard. Jedenfalls, egal wie man den ausrichtet, irgendwie explodiert er bei mir immer sofort, als würde er irgendwo gegenrollen.
Nur das ist natürlich ein Munitionsverlust, weil man dafür nichts bekommt. Man steigt ein, richtet ihn aus, schießt ihn los und der geht sofort kaputt, ohne irgendwie einen Mob zu erwischen. Und darum benutze ich den meistens gar nicht, sondern nur den, der da unten liegt, den wir vorhin benutzt haben. Da unten haben wir noch eine Landmine, aber wir machen das mal anders. Wir nehmen das Minecart. Damit fahren wir jetzt über die Schienen hier und können die Mobs mit Minen bewerfen, die da unten stehen, am Rand. Können natürlich alle bewerfen, aber nur die hier geben Fortschritt. Anderen zählen dafür nicht. So. Und fertig sind wir. Das war die Grube. Eine 1000er Apexis Daily. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr einigermaßen wisst, wie ihr jetzt hier schnell durchkommt. Bis dahin und tschö.